Hallihallo und willkommen zur, 22. Folge des FIFA 14 Karrieremodus mit Plymouth Argyle. Und das ist ja der zweite Karrieremodus, den wir haben. Also nicht wundern, falls ihr nur den einen kennt. Mit Eintracht, es gibt auch noch einen zweiten und der läuft jetzt wieder. Also ich habe mich wieder mal dazu überwunden aufzunehmen. Zeit gefunden und deshalb läuft jetzt auch wieder Plymouth und wir steigen ein in die SPT. Letzte Episode haben wir anscheinend das Transferfenster abgeschlossen, wenn ich mich richtig erinnere. Wir sind Erster in der Liga, also Topstart in unserer neuen Saison. Wir sind ja auch hier schon in der zweiten Saison. Das heißt, wir sind jetzt ziemlich gleich mit dem Eintracht-Karrieremodus. Noch ein bisschen weiter vorne, aber ich denke mal, das ist so ganz cool, dass wir jetzt ziemlich gleich auf sind. Meiner Meinung nach zumindest. Und ich bin in der ersten Partie gegen Rotherham und haben auch die erste Riesenchance gehabt. Auch die zweite Riesenchance gehört uns über Jordan Ibe, aber der kriegt den Ball nicht im Tor unter. Und das war dann auch quasi so der Tonus des Spiels. Ne? Nächste Chance, bekommt Alessandra, Wunsch 1-2 und wieder nicht drin. Aber ja, ich habe direkt gemerkt in dieser ersten Episode, wieso ich mich auch ein bisschen davor gesträubt habe, das Ganze wieder aufzunehmen, nämlich einfach, weil es halt nicht so übermäßig Bock macht, wie Eintracht-Karrieremodus zum Beispiel oder andere Karrieremodus oder andere Dings in FIFA. Es macht immer noch Spaß, aber man hat halt nicht diese geilen Spieler schon direkt von Anfang an, mit denen es halt von Anfang an mega Spaß macht, sondern man muss sich erst mit ziemlich schlechten Spielern hocharbeiten. Was natürlich ein geiler Ansporn ist, ne? Aber ja, es ist halt manchmal etwas leidig, das Ganze zu machen. Aber ich möchte mir die Aufgabe trotzdem immer noch stellen und deshalb gibt es den Karrieremodus halt immer noch, ne? Und wird ihn auch erstmal weiterhin geben. Wir sind mittlerweile schon in der 90. Minute und haben nach unzähligen Großchancen die letzte große Partie Cousins und dann ist der Ball nicht drin, sondern irgendwie kann der Keeper parieren. Und so geht die erste Partie gegen Rotherham United 0-0 aus. Ziemlich enttäuschend, nachdem man gesehen hat, wie wir doch klar überlegen waren in dieser Partie. Und von daher war ich nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, sondern wollte das Ganze im nächsten Spiel dann doch deutlich besser machen. Allerdings, das nächste Spiel haben wir dann simuliert gegen Leighton Orient und das Ganze nicht gegen Leighton Orient, gegen Crawley. In Crawley Town und ja, wir spielen 2-2. Nichts unentschieden, also zwei nacheinander. Geht auf jeden Fall schlechter, wie gesagt, wir sind neu in unserer Liga drin, das heißt, ja, wir können nicht erwarten, komplett durchzumarschieren, aber unser Ziel ist natürlich trotzdem der direkte Neuaufstieg und von daher wollen wir auch um die ersten drei Plätze, glaube ich, oder vier Plätze mitspielen, um auch uns direkt zu qualifizieren für die neue Liga. Und zurzeit sieht es ja noch immer ganz gut aus. Wir sind gleich auf mit Coventry City und gehen in die nächste Partie hier gegen Peterborough, wenn ich mich nicht täusche. Und die haben die erste dicke Chance der Partie, aber Cole im Tor verhindert hier zweimal, dass wir in Rückstand geraten. Und ich hatte so ein bisschen Probleme, Tore zu schießen in diesen Spielen, denn Chancen waren ja auf jeden Fall da, aber ich habe den Ball einfach nicht im Tor unterbekommen, was auch wiederum daran lag, dass ich halt gewohnt bin, etwas bessere Spieler zu haben, ne? Die den Ball dann auch mal aus den Situationen, die wir hatten, reinmachen können. Nächstes Beispiel gefällig, Jordan Ibe, aber auch der Ball bleibt einem Keeper hängen. Und deshalb blieb es beim 0-0. Allerdings nächste Chance direkt hinterher, klasse gespielt. Und dann ist es Cousins und nachhinein dann auch wieder geklärt. Also nächste dicke Chance liegen lassen. Wieder Peterborough ohne jegliche Chance in dieser Partie. LeCount, aber der scheitert wieder am Keeper. So sind wir in der 56. Minute und Cousins holt sich den Ball, spielt ihn klasse in die Spitze, aber LeCount scheitert wieder mal am Keeper. Wieder ist es Cousins, den wir auch erst spät verpflichtet haben. Aber bin froh, dass ich den habe. Der probiert's, trifft die Latte und im Nachhinein setzt Tyler Harvey sich ein und köpft den Ball zur auch verdienten 1-0 Führung der 71. Minute. Eine mal klasse Solo von Cousins. Latte und dann Harvey, der das Kopfballduell gewinnt und mit 6 Toren Top-Torjäger bisher ist in der Liga als Einwechselspieler und so ist es natürlich nicht ganz so übel. Und ja, aber direkt im Gegenangriff quasi diese doch sehr, sehr ernüchternde Szene. Mit unfassbar viel Glück schafft Peterborough also noch den Ausgleich 1-1 am Ende und ich war bedient. Wieder kein Sieg, wieder nur unentschieden. 3 Unentschieden in Folge jetzt in der Liga, kostet uns natürlich die Spitze. Wieder komplett überlegen, aber am Ende sprang wieder kein Sieg raus. Das war jetzt doch schon ein bisschen frustrierend.
Und dann kam auch noch ein Gegner, der jetzt, ja, es ist nicht der allerbeste Gegner, den man treffen kann, ne? Also aus der Premier League kann man deutlich schlechtere Lose finden. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt noch in der Premier League sind, hier in FIFA oder schon abgestiegen sind. West Ham ist auf jeden Fall keine Übermannschaft und auf jeden Fall nicht unschlagbar. Und deswegen, ja, dachte ich mir, vielleicht habe ich eine Chance. Zwar nicht in einer Chancenverwertung von zurzeit, aber insgesamt gesehen vielleicht doch. Erste Chance, wunderbarer Ball auf Außen, auf Hunter von Martial, und Martial hat sich in der Mitte freigelaufen, und so bricht man dann doch mal einen Torfluch so richtig. Martial, das werden wir nämlich nach der Partie sehen, hat 7 Spiele in Folge lang jetzt schon nicht mehr getroffen. In der Zeit hat uns Harvey ganz schön den Arsch gerettet. Aber so bricht man mal einen Torfluch. Hunter mit der klasse Flanke, und dann ist Martial in der Mitte da und trifft per Zeitverzieher zum 1:0. Nur wenige Minuten später, schön gespielt, wieder Hunter über Außen, und in der Mitte läuft sich wieder Martial in Position. Hunter geht bis an die Grundlinie. Hunter mit der Flanke, Martial mit dem Kopfball. Und das 2:0. Und hier, da bahnte sich eine kleine Sensation auf jeden Fall an. Ein Drittligist gegen einen, Moment, doch, Drittligist gegen einen Erstligisten hier mit so einem souveränen, mit so einer souveränen Führung. Eine kleine Sensation kann man das wohl schon nennen. Nächste Gelegenheit über Hunter, aber naja, sein Schuss ist da nicht doch ganz so gut wie sein Tempo oder seine Flanken. Aber man kann nicht alles haben in dem Bereich zurzeit. Stattdessen nächste Situation. Wir sind schon in der zweiten Halbzeit. Guerrieri auf den eingewechselten Harvey, und der zeigt, dass er zurzeit wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist und trifft zum 3:0, und West Ham United war besiegt nach 70 Minuten. Hatten wir sie niedergekämpft und vor allem mal 3 Tore erzielt. Also war ich schon froh drum, dass wir hier dreimal getroffen hatten. Denn ein bisschen am Verzweifeln war ich mittlerweile dann doch schon. Ja, West Ham dann in der 85. Minute mit ihrer richtig ersten Riesenchance. Sie hatten vorher ein paar kleine, aber immer wieder abgeblockt. Vorher über Diame, aber Cole im Tor ohne Probleme. Und kurz darauf war dann Schluss. Zwei Martial, einmal Harvey, und wir gewinnen 3:0 gegen West Ham United. Guter, starker Sieg, und das ist natürlich etwas, worauf man aufbauen kann, vor allem auch jetzt wieder in der Liga, dann hoffentlich irgendwann mal wieder 3 Punkte einfahren. Wäre auf jeden Fall erwünschenswert, würde ich mal behaupten. Und ja, endlich Ende der Durststrecke für Martial. Ich habe es angekündigt, 7 Spiele in Folge lang hatte er nicht getroffen. Aber jetzt mit dem Doppelpack meldet er sich dann, denke ich mal, wieder rechtzeitig zurück. Und ja, damit sind wir auch schon fast am Ende der Episode angelangt. Wir werden nochmal 2000 Euro, geil, 2000 Euro Transferbudget dazu bekommen. Harvey möchte spielen, und wir simulieren die letzte Partie dieser Episode noch einmal gegen jetzt Leighton Orient, wie vorhin gesagt. Und wir gewinnen 2:1, Torschützen Martial und Harvey, so wie sie es gehört. Leider Gottes verlieren wir Luke Young für 5 Wochen, aber das ist, denke ich mal, dank Cousins noch zu kompensieren und nicht ganz so übel. Und ja, wenn es euch gefallen hat und ihr den Plimpf-Karre-Modus denn noch wirklich sehen wollt, dann lasst es mich wirklich wissen in Form einer Bewertung oder eines Kommentars. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und ich würde sagen, bis dahin, Leute. Tschüss.